Kommen Sie rein, liebe Freunde. Kommen Sie rein, hier in die Schießbude. Hier sind wir ganz toll, hier sind wir ganz fein. Denn hier können Sie was gewinnen, nämlich ein Herz. Jawohl, Freunde, ein Herz, da können wir hier gewinnen. Herzlich willkommen wieder mal zurück zu Majora's Mask. Jawohl, wir befinden uns gerade hier im Sumpf bei der Schießbude. Und wir wollen natürlich jetzt so ein Herz da gewinnen, wa? Willst du nicht spielen, Kleiner? Ey, Rumbebine, Tanzig Rubine, ja. Ich hab den euer gesagt, du sollst mit Dings zielen, dann triffst du dich. So, und wenn wir jetzt nochmal ein wunderbares Perfekt hinkriegen, dann kriegen wir ein Herzteil von dem geschenkt. Und das werde ich jetzt auch ganz schnell holen. Am besten einfach wirklich halt die ganzen Hunderter mal zum Schluss machen. Wo ist denn dann dieser Wolf? Ich will den Wolf. Ich glaube, er kam gerade hier. Ich hab ihn aber nicht gesehen. Und jetzt ist er tot. Am Anfang läuft es eigentlich mal ziemlich gut und dann irgendwann zum Schluss verkacke ich ihn voll. Jetzt kommt wieder mal der Wolf. Und da kommen die Vögel. Immer schön die Vögel treffen. Ich glaube, man hört es auch, dass ich die ganze Zeit auf die B-Taste drücke. Nein, ah gut, den darf ich nämlich nicht erwischen, den darf ich nicht verfehlen. Verdammt! Das hätte jetzt schon Punkte gekostet. Ich darf auch nicht vergessen, die beiden da hinten abzuschalten. Jetzt habe ich gerade wieder meinen perfekten Punkt wieder verloren. Verdammt! Ich glaube, dieses Mal schaffe ich das, glaube ich, nicht, oder? Oh, jetzt kommen zwei Hunde auf einmal. Drei Wölfe. Geil. Und perfekt. Wunderbar. Oh, guck mal, Leute. Jetzt kriege ich extrem viele Punkte, weil ich noch 18 Sekunden noch hatte. Wie geil ist das denn? Pass auf die Punktzahl. Borobading, borobadobading, 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 borobadobading. Und das sind 2300 Punkte. Oh, das können wir so lassen. Perfekt, Mann. Da hast du, Kleiner. Yes, du hast ein Herzteil gefunden. Sammle 4 Herzteile, um einen neuen Herzcontainer zu erhalten. Wunderbar, Freunde. Hier sind wir fertig. Wir haben die Schießbude erledigt und können jetzt weitermachen. Jetzt müssen wir Folgendes machen, liebe Freunde. Und zwar, wir müssen jetzt noch einmal zu der guten Hexe Kume und Kotake. Denn ich habe damals nämlich etwas Nettes vergessen. Und zwar, wenn du den Sumpf abgeschlossen hast, also wenn du wirklich wieder gereinigt hast und so weiter und so fort, hätte ich eigentlich nochmal zu Kotake gehen müssen, denn sie hat nämlich etwas für uns. Sie hat nämlich noch ein kleines Bootrennen. Für, was heißt Bootrennen? Also eine kleine Bootsveranstaltung noch geplant für uns gehabt. Aber, ja, wo man halt nochmal ein Herzteil kriegen kann. Das werde ich jetzt ganz schnell holen. Dafür gehe ich hier nochmal schnell nochmal hin und mache und verfolge ganz kurz nochmal die kleinen Äffchen. Hallo Affe, ich bin ein Gorone, was bist du? Du mir folgen. Nun, dann lauf mal. Ich bin diesmal ein bisschen schneller als du, denn ich bin jetzt nämlich ein Gorone und du bist nur ein kleiner Affe, der irgendwie voll langsam ist. Die Musik finde ich so wunderbar. Ich liebe dieses Lied, das ist schön. Ja, das ist so wunderbar, das ist so schön, das ist so toll, jawohl. Du kleiner Affe, bring mich endlich zu der alten Schule. Ich hätte mir eigentlich auch ganz schnell noch das rote Elixier kaufen können, dann hätte ich jetzt nicht noch den ganzen Weg nochmal zurücklaufen müssen. Sind wir jetzt da? Wir sind da. Hallo, alte Schabracke, ich bin's. Mama, hilf mir. Ich hab nichts für dich. Ich habe doch gerade noch Pilz gesucht, als ich plötzlich hinter mir ein Zimmer gezogen bekam. Diese nervigen Horror-Kid, bla bla bla, wir kennen die ganze Story. Hast du was dabei? Nö, ich hab nichts. Was ist das? Du bist doch gar keine Hilfe. So, jetzt kann ich nochmal ganz kurz nochmal zu Kotake gehen oder Kume oder wie die auch mal hieß. Die Erschreckschrulle. Dann kriege ich das rote Elixier von der. Gehe dann nochmal zu der. Und dann werde ich ganz schnell den Tempel nochmal wiederholen und dann. Also den Endbossblatt machen. Dann die komische Deko-Prinzessin noch mitnehmen und dann muss ich nach Unruhstadt. Dann der Vogelscheuche noch ein Lied vortrillern und dann kann ich die immer wieder rufen und dann kann ich ein neues weiteres Herzteil holen. Ja, das mache ich.
Und das alles nur für ein paar Herzteile. Feinde wirken gut. Was? Wie war's? Das Orkid hat Kuhmilch in mir getan. Nein, das geht doch nicht. Dankeschön für den roten Trank. Ja, ja, bin ja schon unterwegs. Danke, Kotake. Jetzt werde ich erstmal Kuhme retten. Ich werde jetzt erstmal die Kuh retten. So. So, kleines Äffchen, bring mich bitte jetzt nochmal dahin. Ich habe mich den Weg wieder vergessen. Ey, du mir folgen! Dann lauf mal. Erster. Ich werde euch nochmal was Kleines anderes noch zeigen. Und zwar, man hat ja die Möglichkeit, wirklich halt Gorman zu helfen. Und Gorman ist ja dann eigentlich die ganze Zeit nur in der Bar. Und du kannst ja Gorman eigentlich nur in der zweiten Nacht helfen. In der ersten Nacht geht er ja auch schon ein Saufen. Und wenn ihr ihm in der ersten Nacht hilft, dann ist er halt nicht mehr in der Bar, weil er halt seinen Frust ausgesoffen hat. Dann ist er im Gasthaus. Und dann werde ich es euch auch mal zeigen, was da noch zu sehen ist. Es gibt in diesem Spiel so viele versteckte Szenen, das ist richtig cool. Die werde ich euch versuchen, mal irgendwie alle zu zeigen. Alle kenne ich nicht, aber ich werde versuchen, halt wirklich so viel wie möglich bei diesem Spiel zu zeigen. Weil ich will es einfach genießen. Majora's Mask ist ein Spiel, was man genießen muss. Und Kumi ist wieder da! Ja! Die alte Schabracke! Die Schabracke ist weg. Wir können raus. Jetzt kommen nochmal die kleinen Äffchen, weil sie uns nochmal sagen, ey, du uns folgen, du sehr mächtig, du sehr gut, du sei Krieger. Ich beobachte bla 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 bla, Hilfe. Ja, ja, ja. Ich biebe mich schon mal zum Tempel, weil mit den Dekos brauche ich ja nicht nochmal reden. Kennen wir ja alles schon. Und keine Sorge, das mit dem Picky Bernier und so weiter werde ich jetzt, das werde ich alles alleine machen. Weil während... Jetzt fällt mir gerade was ein. Wenn ich sowieso schon mal gerade beim Sumpf bin, könnte ich doch eigentlich rein theoretisch auch noch den Frosch mitbringen, oder? Oh, da müsste ich jetzt hier alle durchmachen. Beim dritten Tempel kämpft man nämlich gegen einen Frosch. Und wenn ich den platt mache, dann kriege ich den ja halt. Dann habe ich den besiegt und dann kann ich den... Könnte ich eigentlich auch gleich einen Herzteil holen. Oder? Ja, das mache ich. Wie war denn das Lied nochmal? Das war... Bla 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 bla. Okay. Nee. 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 Oh Gott, wie war das? Ich hab's mir doch gerade angeguckt. Hab ich gespielt. Nochmal. Hä? Nochmal. So war es gewesen. Alles klar. Ich wollte doch gerade sagen, ich weiß doch, wie das wunderschöne Lied geht. Sonate des Erwachens. Und da kommt der Tempel nochmal aus dem Sumpf rausgezogen. Nutzen wir die Macht wie Meister Yoda. Ich krieg es hoch, ich hab einen hoch gekriegt. Er ist raus. Ja, das könnt ihr nur machen mit der Macht, liebe Freunde. Die Macht ist immer mit uns. Sie durchdringt uns. Gut, dann wollen wir mal in den Tempel reingehen und Old Wolverblatt machen. Der sowas von easy ist, das gibt auf dem Planeten. Da bin ich froh, dass sie Old Wolverblatt bei dem Remake von Majora's Mask für den 3DS wesentlich schwieriger gemacht haben. Da ist er ja wirklich ziemlich schwer. Weil da musst du jetzt wesentlich schlauer agieren und so weiter, wirklich andere Taktik einsetzen und so weiter. Finde ich wesentlich besser. So, zurück zur Höhle des Wächters. Ihr müsst ihn einfach nur abknallen und dann die ganze Zeit einfach nur die Wirbelattacke machen, dann ist er schon tot. Ich hoffe, ich krieg das hin. Aber müsste ich eigentlich hinkriegen. Ort Wolver, komm mal her. Hier ist Frischfleisch. Da kommt er, Ort Wolver. Der willenlose Dschungelkrieger, Ort Wolver. Ort Wolver. Hey da, wupp!
Hey, wo, wo. Hey, du, wo. Oh. Hey, nicht ausweichen. Hä? Haben wir den nicht getroffen? Eigentlich bist du easy. Na, warte. Okay, jetzt gehst du mir auf den Sack. Er hat die Wirbeltaktik nicht gemacht. Hör auf, die Wirbeltaktik nicht zu machen. Ey, das ist meine Taktik. Sag ich doch, er ist easy. Blöd, Mann. Krepier einfach. Krepier und lieg da und krepier. Verbrenne im ewigen Leid und sei einfach tot. Adios, amigo. Er ist irgendwie platt gedrückt worden. Gut, danke, lieber Odd-Wolver. Du hast mir einmal Schaden zugefügt, das fand ich nicht so toll. Und wieder zurück. Raus hier. Jetzt muss ich noch ganz schnell noch die Prinzessin mitbringen, nehmen und so weiter. Muss ich die unbedingt mitnehmen? Muss man die mitnehmen? Kann man nicht einfach rausgehen? Ich gehe einfach raus, oder? Ich habe ja eigentlich alles andere. Ich will ja einfach nur jetzt ganz schnell noch die Bootstour machen. Und dann fahre ich ganz schnell zur Unruhestadt und hole mir da nämlich ganz schnell noch das Ding, die Vogelscheuchenpolka. Habe ich eigentlich hier das Herzteil auch geholt? Ich überlege gerade, ob ich jetzt hier noch ein weiteres Herzteil habe. Das müsste ich eigentlich geholt haben. Ich hoffe, ich komme jetzt hier einfach raus, ohne noch jetzt noch die alte mitzunehmen, weil das wär übeltrieben, scheiße. Ja, doch, okay, ich komme einfach raus. Ich will sie gar nicht mitnehmen. Jawohl, ich muss sie nicht mitnehmen, geil. Die kann den Tempel versauern. Die brauche ich nicht. So, warte mal, kann ich jetzt... Hatte ich das geholt? Gott, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das ist so viel, was ich mir merken muss. Ja, toll. Ja, das hat ja gerade voll viel gebracht. Auch die ganzen Gegner sind zum Glück weg. Das heißt, ich kann ganz schnell durchrennen und mir das Herz da holen. Wenn ich es nicht schon geholt habe. Ich guck mal schnell. Badam, da-dam, bam, badam, badam, bam, 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 badam, badam. Gut, es wird anscheinend wohl doch wieder nichts mit dem Tempel. Eigentlich habe ich euch gesagt, dass ich im letzten Part habe ich euch gesagt, wir wollen in den Tempel gehen, in den dritten, aber irgendwie wird es immer noch nichts. Ja, das ist halt das Problem. Man kann halt so viel in diesem Spiel machen. Das ist einfach der Wahnsinn. Du kannst da hingehen, dann kannst du da hingehen, dann kannst du da hingehen. Dann gehst du einfach mal dahin, dann machst du den Tempel nochmal neu. Dann kannst du das nochmal machen. Das ist einfach das Schlimme. Du kannst so viel machen, das ist der Wahnsinn. Das hat jetzt gerade voll viel gebracht. Schaff ich das? Schaff ich das? Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Oh, danke. Warten wir mal hier einfach. Aber ganz einfach. Warte mal. Zack, mit Link hier ran. Ich kann mich irgendwie... Ich weiß es echt nicht, ob ich mir das Herzteil damals geholt habe. Ich glaube eigentlich nicht. Oder habe ich das doch geholt? Ich weiß es nicht mehr. Das ist immer das Problem, wenn du halt wirklich zu viele Pausen beim Aufnehmen hast und so weiter, dann weißt du nicht mehr, was du da gemacht hast oder was du überhaupt jemals irgendwie gemacht hast. Also Leute, nimm viel mehr auf, wenn ihr auch Let's Player seid. Aber das ist halt das Problem. Manchmal halt wirklich, man hat manchmal voll Bock auf ein Spiel, dann ist das ganz kurz so, dann hat man irgendwie gar keine Lust, richtig? So geht's mir ab und zu mal. Wo ich dann einfach sage, okay, jetzt komme ich gerade nicht dazu, das aufzunehmen. So, mal gucken, ob ich das Herzteil habe. Ich habe es nicht. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Was ist da drin? Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ich habe es nicht gehabt. So hätte ich nochmal irgendwann nochmal extra nochmal herkommen müssen. Ich habe es mir geholt. Das ist gut. Jetzt kriege ich sowieso nochmal gleich ein Herzteil von der alten. Das heißt, das kann ich auch nochmal einsetzen. Das ist sehr gut. So, zack. Und wir können zu der alten. Ich muss sowieso den anderen Weg gehen. Da kann ich auch gleichzeitig noch den Frosch aktivieren. Warum ein Frosch? Ja, ihr erinnert euch doch vielleicht an Pikibernia. Dort gab es doch im Frühling einen kleinen Wasserfall. Dieser Wasserfall wurde besucht von ein paar Fröschen. Oder besser gesagt, ein Frosch. Der stand da und hat sich ziemlich einsam gefühlt.
Ja, und dieser Frosch, den wir da gesehen haben, ist der Leiter eines Froschchors. Und die ganzen Frösche sind natürlich abgehauen und so weiter und so fort. Und hier ist zum Beispiel einer, den wir zum Frühling schicken können. Dank der Maske von Dongero können wir sogar mit einem Frosch quatschen. Und dann, pass auf. Ah, Dongero, lange ist es her. Was führt dich denn hierher? Kann es denn sein, du kannst den ganzen Weg hierher, nur um nach mir zu suchen? Ah, sag nichts. Wenn ich dieses Gesicht sehe, so verstehe ich. Ist das wahr? Aber ich hörte, in den Bergen herrscht noch immer Winter. Wenn der Frühling kommt, werde ich sicher in die Berge gehen. Wir werden uns wiedersehen. So, den ersten habe ich schon mal. Jetzt habe ich gerade den blödesten Fehler überhaupt gemacht. Ich hätte den Frosch auch im Tempel holen können. Scheiße. Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich den überhaupt noch holen, wenn jetzt der Tempel geschafft ist? Ich hoffe ja. Ich sag jetzt einfach mal ja. Ich sag, ich kann ihn immer noch holen. Im Nachhinein kommt es sowieso darauf raus, dass ich den nicht mehr holen kann. Werde ich mit euch. So, dann gehen wir mal hier rein. Weil hier ist nämlich das Infocenter und hier ist Kume. Hallo Kume. Nochmal herzlichen Dank für deine Hilfe. Als Belohnung spendiere ich dir eine Freifahrt. Oh, aber warte, ja genau wie ich dachte. Es sieht so aus, als wäre der Sumpf entgiftet worden. Warum probierst du es nicht was Interessanteres aus? Ein Spielchen, gefällig. Ich fliege auf meinem Besen herum und du versuchst, das Ziel zu treffen. Yeah, Freunde, wir können eine alte Dame abschießen. Wie geil ist das denn? Klingt denn nicht das nicht spaßig? Mal probieren? Aber na klar, okay. Wie wollt ihr die alte Dame haben? Roh? Wollt ihr sie am Spieß? Oder wollt ihr sie gegrillt haben? Oder flambieren? Flambieren ist eine gute Idee. Leckeres Fleisch flambieren. Oh, lecker. Oder trochieren. Trochiertes Fleisch schmeckt auch richtig gut. Also, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles... Das macht Spaß. So soll es sein. Aber lass mich erklären, du zielst nicht auf mich. Och, Menno. Jetzt wollte ich die Alte abknallen, das darf ich nicht. Wie fies ist das denn? Och, nee, jetzt konnte... Nee, das macht keinen Spaß. Mann, jetzt wollte ich die Alte abknallen. Nicht knallen, sondern ich wollte die abknallen. Also ich wollte die abschießen. Ich wollte nicht... Nein. Triff mich und ich werde richtig sauer. Nicht das, was ihr denkt. So, wir schießen jetzt die Alte ab und wir müssen, glaube ich, 30 Punkte treffen oder sowas. Und dann haben wir es auch geschafft. So, zack, einmal. Oh, das war knapp. Zack. Blindschuss. Nee, doch nicht. Das war voll getroffen. Jawohl, schönes Ding. Na, komm her, du Alte. Oh. Jawohl, 6 Schuss, ja. 7. Ich glaube, wir dürfen sie dreimal treffen und dann ist irgendwie vorbei oder so. So, zack. Oh, komm schon. Du sollst nicht so scheiße fliegen. Wo bist du? Wo ist die Alte? Ach, da. Ja, sie fliegt jetzt mit uns durch den ganzen Sumpf hier und so weiter. Wir müssen natürlich jetzt versuchen, eine gute Partie zu treffen. Was ich irgendwie nicht schaffe. Oh, Entschuldigung. Aber du warst doch mein Gegner, das müsst ihr ja gar nicht ausmachen. Oh. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen, beweg dich doch nicht. Oh, das war knapp. Zack. Komm schon. Zack, 14. Oh, ich glaube mit 30 Punkten wird es nichts. Oh Mann, beweg dich nicht so scheiße. Zack, 18. Ich glaube, ich brauche nur 20 Punkte oder so. Ja, gut, 20 erreicht. Also jetzt aber gar nicht gesagt, wie viel man braucht. Ja, das Spinnenhaus ist natürlich jetzt auch wieder zurückgesetzt, ist ja ganz klar. Mann, komm schon. Komm schon. Ups. Oder nee, okay, man darf sie 5-mal treffen. Ja. Ich sehe gerade gar nichts. 25. Ich glaube, 25 reicht. Jetzt wird es bestimmt nicht reichen. Komm schon, 2 Dinger noch. Gib noch einen ab. 30. Jawohl, das reicht. Jetzt kommen wir zurück. Ich krieg ein Herzteil, liebe Dame. 30, nicht übel, wenn man bedenkt. Na gut, wie versprochen, hier nimmt dies. Yes, Herzteil. Du hast bereits 3 Herzteile eingesammelt. Finde ein weiteres. War das nicht spaßig? Solltest du mal wieder Lust auf ein Spielchen haben oder alte Leute abzuschießen, dann komm einfach wieder vorbei. Juhu!
Genial, Freunde. Genial. Finde ich schön. Geil. So, Freunde, das war's dann wieder für heute von Majora's Mask. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Im nächsten Part werden wir uns wieder weitere Herzteile holen. Und zwar, jetzt fehlen mir nur noch... Eins fällt mir auf jeden Fall sofort spontan ein. Und dann, ja, Freunde, ja, ich weiß, ihr meckert schon. Wir wollen den Tempel endlich sehen, ich weiß. Wird im nächsten Part passieren. Versprochen. Gut, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bitte. Ciao. Macht's gut. Bis denn.